Also ich sag, das schaffen wir nie im Leben. Und wenn du das nämlich machst, dann geht das ganz schnell, dass der vorne hochkommt. Ja, ich bin noch nicht. Oh, das war doch okay, alles klar. Jetzt hat es mich erwischt. Ja, wer hätte das denn bitte gedacht? Ja, Leute, herzlich willkommen auf Fehmarn. Hinter mir steht der NIO KQi 300X und genau diesen E-Scooter werde ich heute fahren. Diesen E-Scooter haben wir euch ja schon im Live-Unboxing vorgestellt. Das Video werde ich euch jetzt nochmal verlinken. Vorher gibt es nochmal die wichtigsten technischen Daten und dann geht's raus mit dem NIO KQi 300X. Raus auf Fehmarn, nach Fehmarn, in Fehmarn. Ja, wir fahren auf jeden Fall den Roller. Los geht's. Ja, Freunde, gut 799 Euro müsst ihr laut NIO für den KQi 300X beraten. Damit bewegt er sich genau im Mittelfeld von unseren E-Scootern bis 22 km/h, denn genau die schafft er auch. Achtet hierbei aber auch auf Aktionen vom Hersteller oder auch von anderen Portalen. Ich habe den KQi 300X schon für knapp 700 Euro gesehen. Freunde, ich wollte gerade noch nach Infos suchen. Jetzt gibt es ein krasses Herbstangebot. Für 669,99 € kriegt ihr den KQi 300X auf der Webseite von NIO. Unser E-Scooter wiegt etwas mehr als 22 Kilo. Ihr könnt 120 Kilo zuladen und das Coole ist, ihr könnt ihn wirklich take it easy ein- und ausklappen. Wir haben außerdem eine 10,5 x 2,5 Zoll breite tubeless Bereifung mit einer Gelschicht innen drin, das heißt eine pannensichere Bereifung. Schaut euch aber bitte auch mal die Felgen an, genauso wie diesen Felgenrandaufkleber oder auch die Scheibenbremse vorne und hinten mit entsprechenden Bremssätteln hier in Fahrzeugfarbe. Also man stimmt das Ganze so ein bisschen ab, genauso wie das Schutzblech, das hier auch in diesem Anthrazit gehalten ist. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Silberpfeil, also eher angelehnt an die Formel 1 und das macht schon viel aus, vor allem zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Was das Fahrwerk betrifft, sind wir vorne mit einer hydraulischen Federgabel ausgestattet. Wir haben insgesamt 45 mm Federweg und wie ich finde, ist die auch gut abgestimmt, denn wir kommen hier nicht gleich mit meinem Gewicht auf Anschlag. Die Federgabel ist vom Radmittelpunkt leicht nach vorn versetzt, die Neigung in Richtung des Fahrers, der Fahrerin geneigt und somit erreicht man höheren Komfort und das kennen wir bereits von diversen anderen Herstellern und Modellen. Der Motor befindet sich im Heck, das ist gut für Steigung. Wir haben hier nämlich 48 Volt und 500 Watt Nennleistung bei 1000 Watt in der Spitze und 22 km/h, die ich schon auf dem Display gesehen habe. Außerdem habt ihr eine Steigfähigkeit von 25%. Naja, das kann ich hier auf Fehmarn schlecht austesten. Aber ihr wisst Bescheid und wenn ihr das schon getestet haben solltet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Hinten gibt es jetzt kein Fahrwerk, aber insgesamt einen Spritzwasserschutz von IP55. Bedeutet, ihr könnt eigentlich bei jedem Wetter damit fahren. Meidet aber bitte tiefere Pfützen. Auch sollte man mal erwähnen, dass die Rücklicht-Bremslicht-Kombination richtig schick aussieht. Das Schwarz mit dem Grau und alles wirkt hochwertig verarbeitet. So wünsche ich mir das. Das Einzige, was hier fehlt, sind Blinker. Die finden wir nur oben am Lenker. Neben dem großen gummierten und vor allem auch 16,5 cm breiten Trittbrett haben wir hier natürlich noch unser Akkusystem drin. Das ist fest verbaut, 48 Volt, 608 Wattstunden. Das entspricht in etwa 12,5 Amperestunden mit einer Reichweite von ca. 40 bis 60 Kilometer. Auch das hängt immer davon ab, in welcher Fahrstufe bin ich unterwegs, wie schwer bin ich eigentlich und wie schaut es mit dem Terrain aus. Hier vorne finden wir auch schon die Ladebuchse. Ladezeit beträgt 6 Stunden. Hier muss ich da noch ein bisschen drücken, wa? Naja, okay, kann dann vielleicht doch einen Moment länger dauern, das Ganze hier wieder ordentlich reinzufriemeln. Ein fettes Lob bekommt auf jeden Fall der Verriegelungsmechanismus für den Lenker. Da wackelt nichts mehr. Und mit einer Hand könnt ihr den Lenker wieder ausklappen. Dieser ist dann doppelt abgesichert und kinderleicht verriegelt. Dann geht es weiter nach oben über die Lenksäule. Da sehen wir dann schon unsere beiden Bautenzüge für die Bremse vorn und hinten. Dazu gibt es ja noch eine elektromagnetische Rekuperationsbremse. Die könnt ihr euch auch über die App einstellen. Zusätzlich noch unseren LED-Hauptscheinwerfer. Was mir nur fehlt, ist der Halo-Ring. Das ist in Deutschland wieder nicht zugelassen. Und deswegen musste man es deaktivieren. Es gibt aber eine Softwareversion aus Amerika, habe ich mir sagen lassen. Dann könnte man es wieder aktivieren, aber auch dann wäre es wieder nicht zulässig. Und genau aufgrund dieser Überbürokratie habe ich ja Kontakt aufgenommen mit dem Bundesverkehrsministerium. Da gibt es bereits ein Video. Schaut mal im Members-Bereich und ansonsten auf unserer Webseite, da gibt es auch einen Blogbeitrag, da halte ich euch auf dem Laufenden. Schaut mal, da hat einer den Schriftzug reingekratzt. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber ansonsten sieht die Verarbeitung noch richtig schick aus. Auch hier wieder ein Rot abgestimmt mit dem kleinen Frontschild, wie bei den großen Rollern von NIO. Dann geht es auch schon weiter mit dem Lenker, der hat erstmal eine schöne Breite. Links Vorderrad, rechts Hinterradbremse. Wir haben Lenkerendenblinker, die wir hier einschalten können. Hinten gibt es leider keine Blinker. Ich finde aber, dass man die Armatur hier schön integriert hat. Besonderheit Gasregriff. Es gibt eine Kickstart-Funktion, keine Zero-Start-Funktion. Das Ganze könnt ihr euch aber in der App
nochmal individuell einstellen. Hier auf der linken Seite noch eine Klingel und ein Display, was man gut ablesen kann. Man sieht schon, dass hier das Bluetooth-Symbol leuchtet, denn wir haben auch die Möglichkeit, uns hier mit der App zu verbinden. Denn darüber könnt ihr noch eine ganze Menge mehr Informationen abrufen und ihr könnt euch sogar euren individuellen Fahrmodi einstellen. Das ist nämlich die Besonderheit hier beim NIO KQi 300X, dass wir diverse Fahrstufen haben, aber auch einen eigenen Fahrmodus uns einstellen können. Dafür geht man hier auf die NIO-Abstimmung. Zum einen kann man sich hier die Rekuperation einstellen, zum anderen kann man auch das Ladelimit einstellen und den dynamischen Modus. Und da entscheidet ihr, alles klar, wie will ich jetzt eigentlich unterwegs sein? Möchte ich eher chillen oder eher standardmäßig oder will ich ganz wild alles rausholen, was der Motor zu bieten hat? Also schon eine ganze Menge Funktionen, die man sich darüber hinaus hier über die App reinziehen kann. Und ihr könnt euch das Ganze auch aufnehmen, könnt hier auf Go drücken, geht auf Bestätigen und seht dann eben auch, wo ihr lang gefahren seid, in welcher Geschwindigkeit und, und. Also eine ganze Menge nützlicher Informationen. Das Display als solches ist nicht mehr so gut ablesbar, sobald man hier das Licht anmacht. Dann nutzt man vielleicht doch lieber die App, aber damit kann ich leben. Ich denke mal, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen. Auf den ersten Blick wirkt der E-Scooter aber sehr gut verarbeitet. Das ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich habe ja auch mit NIO gesprochen, als ich auf der IFA war. Da hat man mir auch gesagt, dass man das Service-Netzwerk weiter ausbaut, um hier auch eine Ansprechbarkeit zu haben. Solltet ihr mal ein Problem haben, damit eben der Service schneller vorangeht, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das sind ja alles Faktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn man sich zum Thema E-Scooter informiert und am Ende sich nicht entscheiden kann, welcher E-Scooter soll es dann jetzt werden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, der E-Scooter erinnert mich so ein bisschen an so einen Silberpfeil, so einen Rennwagen. Das hat man optisch wirklich gut gelöst, weil es die Details sind in Kombination mit der App, die diesen E-Scooter jetzt schon zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis besonders machen. So, und ich ziehe mich jetzt um und dann fahren wir mal eine Runde. Ja, Freunde, dann legen wir los mit unserer Probefahrt und dem NIO KQi 300X. Also, wir fangen erstmal ergonomisch damit an. Ich selber 1,90 Meter, Schuhgröße 47. Jeder, der meine Videos noch nicht kennt, ich sage es nochmal, ich bin gut 104 Kilogramm mit. Wenn ich jetzt vor dem Roller stehe, dann habe ich erstmal, wie ich finde, einen guten Winkel auch mit den Armen, um den Roller zum einen zu schieben. Das heißt, ich greife nicht zu weit nach unten, auch nicht zu weit nach oben. Und wenn ich auf dem Roller draufstehe, dann habe ich genügend Platz für meine Füße. Die können zum einen nebeneinander stehen, die können aber auch versetzt stehen. Also es gibt hier viele Möglichkeiten und ich greife nicht zu weit nach unten. Das heißt, die Lenkerhöhe ist für mich vollkommen ausreichend und das mit meiner Körpergröße von 1,90 Meter. Alles ist gut zu erreichen. Ich freue mich über den Gasregriff. Das ist natürlich sehr intuitiv. Ich komme ja vom Motorrad. Genauso wie mit der Bremse. Rechts Hinterrad, links Vorderrad. Das ist genau mein Fall. Klingel ist gut zu erreichen. Blinker vorn. Wenn ich mich hier vorne breit mache und ich habe auch breite Schultern, dann wird es natürlich schwierig für den Hintermann zu sehen, ob ich irgendwie blinke, weil ich diese natürlich verdecke. Da wären Blinker hinten besser gewesen, aber ich sag mal so, der Preis ist echt fair und dafür bringt der Roller schon eine ganze Menge mit. Gut, wir haben insgesamt 3 Fahrstufen. Display kann ich jetzt relativ gut ablesen. Wenn ich aber eins mache, Doppelklick und das Licht einschalte, dann dimmt das schon ordentlich runter. Wenn dann Licht von der Seite kommt, ist das schwer ablesbar. Dann könnt ihr aber auch in die App reingehen, geht hier auf Go. Dann könnt ihr euch die Geschwindigkeit und andere Informationen noch abrufen. Das ist schon mal super praktisch. Wir bleiben aber heute im Bereich unserer GPS-App. Wenn ich dann dreimal auf den Knopf drücke, kann ich umschalten zwischen Meilen und km/h. Ist für mich jetzt aber irrelevant. Wir sehen die Geschwindigkeit, den Akkustand, in welcher Fahrstufe wir uns gerade befinden. Wir befinden uns jetzt im E-Safe-Mode. Wenn ich dann einmal auf den Knopf drücke, im Sportmodus. Wenn ich nochmal raufdrücke, können wir den individuellen Fahrmodus auswählen über die App. Da könnt ihr dann wirklich entscheiden, wie schnell soll der Roller fahren und wie ist vor allem auch die Performance von dem Motor. Eher smooth und chillig oder doch eher aggressiv und wild. Das kann man individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen und es gibt natürlich auch noch einen Schiebebetrieb, aber der interessiert uns heute eher weniger. Wir starten mal direkt im E-Safe-Mode. Dafür muss ich den E-Scooter anklicken. Auch hier gibt es eine Besonderheit innerhalb der App. Könnt ihr nämlich in die Einstellungen gehen. Und wenn ihr es dann eher etwas sportlicher mögt und sagt, oh, ich nutze den aber eher als Kick-Scooter, dann könnt ihr auch sagen, alles klar, ich möchte, dass der Motor sich erst bei 6 km/h zuschaltet. Ich mache das mal gerade, ja. Das ist schon ordentlich. Musst du den Roller dann schon sauber beschleunigen und dann nimmt er hier auch Gas an. Ich bleib mal bei 3. Ich bin so ein faules Schwein. Wirklich, ich bleibe bei 3. Die Rekuperation habe ich mir auf Mittel eingestellt. Das heißt, ich gehe vom Gas runter und das Fahrzeug bremst automatisch ab, holt sich Energie zurück. Oder wenn ich hier mechanisch bremse, wird zusätzlich auch nochmal rekuperiert und Energie zurückgewonnen. Batterielevel ist klar, habe ich so gelassen. Und meinen dynamischen Modus, damit ihr es mal gesehen habt, den wir dann auch noch testen werden, der ist natürlich auf wild eingestellt und 20 km/h max. Aber wir fahren ja hoffentlich ein bisschen schneller wie 20 km/h. Und eine Sache ist noch wichtig, wir sehen hier auch noch die Restakkukapazität, 82%. Und wir könnten damit jetzt noch 49 Kilometer weit fahren. Ich kicke den Roller mal an. Bei 3 km/h geht's los. Und will einfach mal schauen, wie ist jetzt das Ansprechverhalten von diesem E-Safe-Mode? Wie kann ich jetzt hier alles ablesen? Aber ich muss erst mal sagen, ich finde es geil. Ich finde es geil mit dem Gasdrehgriff. So kenne ich es halt vom Moped.
vom Motorrad. Es gibt ja auch den einen oder anderen Scooter, der auch einen Gasdrehgriff hat. Ja, aber das Ansprechverhalten ist gut. Wir haben ja auch keinen Nachlauf. Und vor allem ganz wichtig, wenn wir hier die Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, in dem Fall 14, 15 km/h müssen es eigentlich sein, dann haben wir auch keinen Push and Kill. Jetzt haben wir die 15 erreicht, GPS gemessen 14 km/h, also 1 km/h Tachodifferenz aktuell erstmal, aber kein Push and Kill. Das ist also eine saubere Kurve, die da reinprogrammiert wurde, was jetzt so die Gasannahme und halt eben die Kontinuität am Ende betrifft. Also nicht dieses Rumgewackel, ne? Dann machen wir eins, wir wechseln mal in den Sportmodus. Das E-Safe verschwindet dann. Jetzt sind wir im Sportbetrieb. Ich gebe mal Feuer. Und jetzt kam der E-Scooter gerade so ein bisschen hoch. Warum kam der ein bisschen hoch? Ja, ich habe so die Tendenzen, den Fuß hier relativ weit hinten abzustellen. Und wenn du das nämlich machst, dann geht das ganz schnell, dass der vorne hochkommt. Weil der hat schon Power. 1000 Watt in der Spitze, 22 km/h. Also der beamt uns hier regelrecht auf die 22 km/h auf dem Display. GPS gemessen, 21 km/h. Das ist jetzt interessant. Aber wir haben 1 km/h Tachodifferenz. Reicht für mich aber aus, weil der genügend Druck und genügend Push und Pump hat, um hier ordentlich nach vorn zu schieben. Und wenn du dann mal ein bisschen abbremst und wieder Gas gibst, so auch ab 10 km/h, dann nimmt er hier wieder ordentlich Fahrt auf. Und das ist ja das Wichtige, ne? Dass die Leistung nicht verloren geht und dass er nicht ewig braucht, um halt eben auch wieder die Höchstgeschwindigkeit, hier in dem Fall 21 GPS gemessen, zu erreichen. Wichtig ist immer eine gute Controllerprogrammierung. Und der Controller hier ist wirklich gut programmiert. Jetzt drücke ich nochmal. Jetzt fängt dieses E-Safe an zu blinken. Und jetzt ist mein Individualmode aktiviert. Und ihr habt ja schon gesehen, ne? Der ist auf wild eingestellt, 20 km/h. Und mal gucken, ob der wirklich so wild ist. Ja, fühlt sich an wie der Sportmodus. Ich denke mal, im Sportmodus, da greifen wir ja auch komplett die 1000 Watt ab. Ist hier genauso. Der Vorteil ist einfach nur der, ihr könnt auch sagen, ich will nicht schneller als 18 km/h fahren und lieber ein etwas chilliges Anfahrverhalten, ne, sodass der Controller das entsprechend einstellt, etwas sensibler für euch auch vor allem einstellt. Und somit hat man nicht das Risiko, wie zum Beispiel hier im Sportmodus, dass man sagt, oh, ich komme gleich vorne hoch. Sondern man ist eher in so einem erweiterten E-Safe-Modus. Nicht ganz so viel Leistung, aber dafür die volle Geschwindigkeit. Ich bleibe jetzt auch mal im Individualmodus und wir fahren einfach mal ein Stück und schauen mal, welche Herausforderungen jetzt hier heute noch auf uns warten. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder so ein paar Bodenwellen. Die schluckt jetzt aber der E-Scooter vorne richtig gut weg. Wir haben ja nicht umsonst 4,5 cm Federweg und die merkst du auch, aber die Gabel kommt hier noch nicht auf Anschlag. Also wenn ich hier richtig Druck drauf gebe, dann knallt es vorne noch nicht. Das ist ganz wichtig, dass es noch nicht knallt. Ja, wir haben immer noch genügend Luft. Der Rest erfolgt dann eben über die Bereifung. Hinten haben wir leider kein Fahrwerk. Boah, wäre schön gewesen. Vielleicht noch so eine Doppelfederung. Das wäre schon irgendwo cool gewesen. Und rein von der Rekuperationsbremse her, ne, nutzt das mal ruhig. Ich habe meine Reku jetzt auf Mittel gestellt. Jetzt geht es gerade bergab. Damit spart ihr natürlich Ressourcen, gerade was die mechanische Bremse betrifft. Und ihr holt euch aktiv Energie zurück und darum geht es doch am Ende. Was das Handling betrifft, da hilft uns jetzt natürlich die Bereifung. 10,5 Zoll, ungewöhnliche Reifengröße, die meisten machen ja dann immer 10 Zoll oder direkt 11. Und 2,5 Zoll breit, das heißt, wir haben eine breite Auflagefläche als Tubeless. Und dazu kommt ja noch die Gelschicht im Reifen als solches. Der Lenker ist sehr stabil, das ist hier auch wirklich gut verarbeitet. Ich höre bis jetzt auch noch nichts klappern und ich habe hier auch keine Vibrationen großartig oder Schwingungen oben im Lenker. Man kann hier wirklich ohne Probleme mal die Hand vom Lenker nehmen. Also ich kann mich an bestimmte Tests erinnern, da habe ich es mich nicht getraut, weil es einfach zu sehr gewackelt hat. Also das ist wirklich von Fahrzeughersteller zu Fahrzeughersteller extrem unterschiedlich. Wir haben ja einen IP55 Spritzwasserschutz. Das ist eigentlich schon ein sehr hochwertiger und guter Spritzwasserschutz. So, hier fahren wir auch nochmal durch. Ach, ist doch gar kein Problem. Ja, ich bin noch nicht. Oh, das war doch okay, alles klar. Jetzt hat es mich erwischt. Aber ganz ehrlich, das ist auch wie eine Welle gerade rüber geschwappt. Boah, mega. Also ist schon geil hier, ne? Das ist schon eine echt schöne Ecke. Das Witzige ist, da drüben ist eine Insel und da stehen sogar Häuser drauf. Das heißt, es gibt hier noch eine Fähre oder die fahren immer mit ihrem eigenen Boot rüber. Oh, wenn du nicht zu schnell fährst, dann erwischt es dich auch nicht. Jetzt muss ich die Bremse erstmal wieder einbremsen. Oh ja. Siehst genau, hier ungefähr 3-4 Meter ist jetzt auch hier der Bremsweg. Da komme ich hier vorne nochmal voll in die Eisen. Warte mal, ab dem Strich hier. Oh, 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 oh. Oh, ehrlich? 1, 2, 3, habe ich doch gesagt. Und zieh mal noch einen halben Meter ab vom Rutschen. Also das ist hier von der Bremsanlage her tippitoppi. Von der Aussicht her mega. Ey, was willst du mehr? Ja, und was den Steigungstest betrifft, wir könnten jetzt höchstens mal versuchen, den Deich hochzufahren. Rechts oder links. Ja, das wird auch nicht einfach, aber wir versuchen es einfach mal.
Also ich habe es auf der linken Seite mal ausgemessen, das sind 19 Grad, das sind umgerechnet 35%. Damit legen wir 10% über dem eigentlichen Wert, den der Roller schaffen dürfte. Also ich bin jetzt im Individualmode, volle Lotte. Und wir schauen mal, ob wir hier die 19 Grad schaffen würden. Wow, oh, was? Ey, das sind 35%. Wow. Und nochmal. Ey, als gibt's keinen Morgen. Da können sich andere E-Scooter noch eine Scheibe abschneiden. Geht's ja gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja, wer hätte das denn bitte gedacht? 35%. Auch wenn es nur auf einer kurzen Strecke war. Aber in Summe hätte ich das nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass der Motor an den Cut-Off geht. Und jetzt wird es noch besser. Schaut mal, da ist Tanja. Mit unseren beiden Hunden. Können wir gleich mal einen Bremstest machen. Ja, hallo. Ja, warte, ich bin ja schon da. Ja, ihr Süßen. Nein, nicht, das ist meine. Ich weiß. Du kriegst aber einen Kuss von mir. Bist du auch so bissig? Nein. Nein. Bis gleich. Ja. So, Freunde, jetzt nehmen wir mal hier eine etwas schwierigere Piste. Ich fahre mal hier drüben auf dem Gras und wechsle mal immer so ein bisschen von links nach rechts rüber. Wir hören mal, ob wir was hören. Aber rein vom Vortrieb her kein Problem. 19 km/h, 18 km/h GPS gemessen, jetzt 20 km/h. Und das mit dem Untergrund 21 km/h. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Der Vortrieb reicht hier wirklich vollkommen aus. So, jetzt fahren wir hier mal schön um die Ecke. Also selbst wenn du mal abkürzen musst durch den Wald, kein Thema. Federung hinten wäre natürlich noch geil gewesen, haben wir aber nicht. Und schon wechseln wir wieder auf den befestigten Untergrund, als wäre nichts gewesen wäre. Also da gibt es bisher wenig zu meckern. Ja, komm, ich fahre hier rüber. Ich fahre das Stück hier nochmal für euch. Ja, ich weiß. Also wenn, dann müssen wir es ja ordentlich machen, ne? Da vorne ist übrigens die Brücke von der Insel aufs Festland und zurück. Aber auch das ist kein Problem. Also da könnt ihr take it easy, altes Haus, würde Tanja jetzt wieder sagen. Take it easy, altes Haus. Auch mal eine unbefestigte Straße nehmen oder eben, wie ihr es hier schon seht, mal auf einer Wiese fahren. Das ist auch kein Problem. Ja, das können jetzt... Warte mal, kommt da jemand? Nee, ich versuch's einfach. Ich versuche mal mein Glück. Ob wir das jetzt hier... Oh, wer hat das gedacht? Echt? Ja, nice. Das ist doch mal richtig geil. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch fair. Das ist wirklich fair. Ich hatte jetzt wirklich wenig zu meckern. Wirklich wenig zu meckern. Mich würde mal interessieren, wie weit seid ihr bisher mit eurem NIO Kaku i300X gekommen? Und schreibt es mal in die Kommentare. Ein großes USP ist hier, glaube ich, die App und vor allem auch dieser Modi, den du individuell für dich einstellen kannst. In Kombination mit der Radreifenkombination, der Gabel vorn und dem kräftigen Motor hinten. Mit einer sauberen Ansteuerung. Das Einzige, was mir hier wirklich fehlt, sind die Blinker hinten. Bin ich ehrlich, ja, und ein Display, was man vielleicht noch ein bisschen besser hätte ablesen können. Vor allem auch den Kilometerstand, den hätte ich irgendwie gerne auf dem Display gehabt. Nicht jeder nimmt immer ein Smartphone mit und will da die ganzen Daten auslesen. Da wäre schon cool gewesen, wenn wir noch ein paar mehr Daten auf dem Display gehabt hätten. Ansonsten ergonomisch, vom Vortrieb her, von der Verarbeitungsqualität her, von der Power her auf der einen Seite und die regenerative Bremse auf der anderen Seite und der Preis am Ende, ist das mal eine echt runde Geschichte. Also das kannst du so... Ja, einpacken ist kein Überraschungsei, sondern man weiß wirklich, was man da kriegt. Service ist nochmal ein Thema, da haben wir schon mit NIO drüber gesprochen auf der IFA. Soll wohl auch immer besser werden. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Schreibt auch das mal gerne in die Kommentare. Und wie findet ihr vor allem auch den NIO Kaku i300X? Das würde mich persönlich mal interessieren. Von meiner Seite aus ist dieser E-Scooter auf jeden Fall eine Empfehlung, weil er sehr detailreich ist. Extrem detailreich, gut verarbeitet und schöne Features mitbringt, die man bei anderen Scootern in der Klasse wirklich vergeblich sucht. Macht ihr jetzt noch eins, klicken, liken, abonnieren. Lasst auch gerne Kanalmitgliedschaft da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich freue mich auf eure Kommentare für den Algorithmus. Daumen nach oben, teilen nicht vergessen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.